Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier zurück zu Assassin's Creed. Wir machen gleich die Quest hier weiter für die junge Dame, die hier das Anwesen ihrer Familie schützen möchte. Ihre Familie leider schon getötet worden von Banditen und sie versucht natürlich noch das Erbe ihrer Familie zu schützen, das ganze Anwesen. Wir helfen ihr dabei und rotten da vorne jetzt das Banditenlager aus. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ja, wenn ihr Spaß dabei habt hier beim Zuschauen, lasst gerne einen Daumen nach oben dafür das Video oder auch unterstützt das Projekt weiterhin. Ich würde mich freuen. So, dann schauen wir doch mal. So, dann haben wir einen Kommandanten, den wir töten müssen. Wie immer hier. Und eine Kiste finden müssen wir wahrscheinlich auch. So, oh, Neuner. Der rennt ja außen rum. Der König. Das ist doch der Anführer. Da ist noch was Wichtiges in der Kiste, wollte ich gerade sagen. Gehören die auch noch dazu hier? Die reiten einfach vorbei. Die transportieren irgendwas anderes hier hin. Da steht auch noch einer. Ja. Das wird easy. Besonders wenn der... Wenn der Kommandant noch hier außen rum reitet, ich reite außen rum, der marschiert hier außen rum. Da steht er nämlich noch. Und der steht mit dem Rücken zu mir. Der pisst da in den Busch, glaube ich. Alter, pisst du da in den Busch? Der pisst hier wirklich hin. Du ekelhafte Sau. Okay. Tod bei Pissen ist natürlich auch übel, oder? Da kommt einer raus. Aber wenn ich mich hier so hinstelle... Kriegt einfach den Attentatsangriff auf die Birne. So, gibt es hier noch eine Kiste zu holen eigentlich? Wollte das Dorf sehen. Da. Ja, Schatz plündern. Eins. Ein Schatz. Ja, die Kiste zu finden sollte hier nicht das Problem sein. In irgendeinem wichtigen Zelt oder sonst irgendwas wird die drinstehen. So, die Villa ist nördlich der Dattelplantage. Suche in der Villa des Meisters nach Informationen. Das ist die Villa, ja. Aber erstmal hier. Alle ausschalten, so wie den da zum Beispiel. Moin. Guck mal, das kann ich auch noch besser machen, damit seine Leiche hier auch gleich weg ist. So. Stehen ja alle noch recht weit weg da außen. Und an der Wand dann auch noch. Ah, okay, der marschiert jetzt weg, der Typ von da eben. Kann ich mich ja nochmal hier hinlegen. Hol ich die Pfeife nochmal ran. So. Was macht denn der da vorne? Hast du dich hingelegt? Ja, der legt sich erstmal in die Sonne. Wieso kommt denn der jetzt rein? Du sollst draußen das Tor bewachen. Du tust auch keine Befehle befolgen, oder? Dann kommt noch einer. Leute, haben die jetzt Wachdienstabwechslung, oder was? Geht der jetzt raus? Wenn ich ein Stückchen weiter weggehen könnte, dann könnte ich die beiden hier... völlig anbrennen. Und jetzt bin ich ein bisschen zu dicht dafür. Ich will aber nicht so laufen, dass die mich sehen. Ich könnte auch mal vielleicht meine neuen Brandbomben ausprobieren. Da sind die. Ich habe einfach mal Bock da drauf. Das war's? Die brennen ja gar nicht.
Hab's vielleicht nicht richtig eingesetzt. Dann pfeife ich den hier eben nochmal ran. Ne? Wo will er denn hin? Jetzt versteckt er sich da im Busch. Hallo? Was macht ihr denn da, ey? Hat die Brandbombe euch. Brandbombe euer Gehirn vernebelt? Wollt ihr mich veräppeln? Ah ja, jetzt auf einmal, oder was? Er kommt. Er kommt. Er kommt nicht. Digga, ich bin hier. Diese Wachen. Sind nicht die hellsten, ey. Was macht der denn da? Oh, da kommt die Verstärkung an, glaube ich. Oh, der hat einen Totenkopf. Der ist zu heftig. Super heftig, General. Jetzt hat er Verstärkung gerufen. Nein, der macht mich One-Shot, glaube ich. Verstärkung war natürlich blöd, ne? Ich hätte doch fast alles unter Kontrolle. Aber diese Totenköpf-Typen, ey, meine Fresse. Vielleicht habe ich ja Glück und die hauen auch wieder ab nach einer Zeit. Wow, da unten ist nämlich noch einer von denen. Das sind gefährliche Typis, ey. Ist er gerade gestorben? Lol, wie wird er... Hä? Hat er gerade die Wache da abgestochen? Habe ich was verpasst? Sind das andere Plünderer? Der hat den Typen da unten voll abgestochen. Das ist doch eine Wache, die hier zu dem Haus gehört. Und was sind denn das? Die rufen Verstärkung. Dann kommt die Verstärkung an und schlachtet den da ab. Irgendwas läuft hier gewaltig falsch. Dann laufen hier immer noch drin rum. Uah! Die sind hartnäckig. Ich dachte, die hätten die Aufmerksamkeit schon wieder verloren. Oh, da ist er! Also ein davon könnte ich locker besiegen. Es dauert halt länger, weil die haben extrem viel Lebenspunkte und ich darf mich von denen nicht treffen lassen, aber einen könnte man schlagen, also sogar besiegen. Habt ihr gerade gesehen, wie viel, ich habe den ja schon fast zwei Hälften von seinen Balkchen da abgezogen, so ein bisschen. So, jetzt machen wir da, oh. Nee, nicht den Bogen nehmen. Sieht gar nicht aus wie eine Feuerbombe, wenn er das in der Hand hat. Sondern eher, als würde er so einen Feuerzauber in der Hand haben, ey. Naja. Immer das Gleiche, ne? Wenn zu starke Verstärkung kommt, dann bist du am Arsch. 1108 Schaden, Mann! Ich muss mal den Vogel rausholen. Gucken, wie viele jetzt wieder hier aufgetaucht sind nach dem Wipe. Die da. Aber Freitag ist hier eigentlich nie einer da. Und das geht. Da ist noch einer. Was ist das da? Was ist denn das für ein Symbol? Sag nicht, das ist eine Fackel. Ist der hier draußen hier noch da? Nö. Voll easy.
So. Jetzt machen wir sie aber alle mal weg. Ohne dass Verstärkung kommt. Dann nehmen wir noch schnell den Schatz mit, dann ist das Ding auch fertig. Tada! Ein Brief auf feinem Papyrus. Ute weigert sich, mir den Datteldorf zu überlassen. Dieser jaulende Vlakos sagt, mein Kaufvertrag sei falsch. Er muss sterben und seine Familie auch. Lass es wie ein Unfall aussehen und wir teilen uns den Gewinn. Vorerst können sich deine Männer in meinem Landhaus niederlassen. Denk ja nicht dran, meine Gastfreundschaft auszunutzen. Wenn du nicht in 2 Wochen auf meiner Türschwelle mit Alexandria stehst, dann betrachte auch dich als toter Mann. Sophronius. Hört sich römisch an. Sophronius. Noch ein Mann, der zum Mörder wurde, nur um des Geldes willen. Ja. Was ist denn noch für ein... Oh, die Quest geht noch weiter in Alexandria dann. Da hinten. Da geht sie weiter für Stufe 9. Geburtsrecht. Da gehe ich auch jetzt noch nicht hin. Hier, hatte ich hier unten nicht noch eine andere Quest? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, wenn du es so sagst. Das hier ist das. Aya ist doch auch da in Reise nach Alexandria. Na gut, dann reise ich da oben hin. Dann geht's da oben weiter. Ja, mach halt alles kaputt, wenn du hier ankommst, ey. Boah, dieses Pferd. Ganz schön weit ist der Weg. Warum ich jetzt nicht alle getötet habe? Weil ich den Außenposten eigentlich schon fertig habe hier. Ja, ist er, ne? Ja, abgeschlossen. Sperrgebiet. Tötet den Hauptmann. Schatz geplündert. Fertig. Hier den Schnellreisepunkt habe ich auch. Jetzt reise ich da oben hin. Ist das hier schon Alexandria? Ja, das ist, da steht es ja rechts unten. Alexandria. Ja. Dann mache ich das doch. Was ist das für eine Quest? Stufe 15. Dann geht die Quest dort weiter. Auch, ich dachte halt, das Pferd springt vielleicht mal über den Zaun. Wie bei anderen Spielen auch. Nö, das Pferd hier in dem Spiel knallt einfach durch den Zaun durch. Warum überweg springen, wenn man auch durchreiten kann? Dann sagt sich das Ding. Und da oben dieses riesige Anwesen dann, Alexandria, ey. Boah, guck dir das mal an. Das ist aber eine römische Baute, oder? Mögen die Götter mir helfen. Ich komme zu dir, Aya. Alexandria. Nicht zu verwechseln mit Alexandretta. Das ist eine andere Stadt. Triff Aya in der Bibliothek. Stufe 10. Erstmal die Quest fertig machen, die da noch auf mich wartet. Bin ich schon so schnell geritten? Kannst mal sehen, wie weit das geht. Ah, scheiße. Guck mal, da ist eine Ptolemäus-Statue. Die soll ich nochmal mitnehmen. Die muss man ja nur niederhauen. Das sind geschenkte Erfahrungspunkte. Davon scheint es auch nicht so viel zu geben. In Siva stand eine. Und das ist jetzt hier gerade mal die zweite, die wir in diesem großen Gebiet hier finden. Zack. Fertig. Dann siehst du, für sowas ist es halt easy. Das ist die Statue, hier das Außenposten fertig, hier die Statue zerstört, perfekt. Da ist aber auch eine geile Brücke zu sehen, naja. Jetzt geht's nach Alexandria. Soll eine der größeren Städte hier im Spiel sein. Ich weiß nicht, ob es die größte ist, aber auf jeden Fall eine fette Stadt. Und das Anwesen da oben, das sieht ja schon ziemlich, ziemlich stylisch aus. Bin gespannt, welche Quest mich da hinführen wird. Und ob ich nochmal zurückkehren muss zu der Dame. Weil sie vielleicht eine Besitzurkunde haben möchte oder so. Das Geburtsrecht. Ein Storch.
Da hinten, da wäre die Brücke, wo ich denn... Oh, guck mal, die Brücke allein sieht so schon saugeil aus. Das ist hier ein großer Hafen. Boah, wie viele Schiffe, ey. Guck mal, da hinten ist auch noch so ein Ort, ey, wie weit du gucken kannst. Leuchtturm haben sie da stehen. Wow. Wow. Alter, guck dir diese Stadt an. Allein schon hier die Aussicht. Von da hinten irgendwo komme ich. Dann siehst du hier immer noch die Pyramiden von Gizeh da hinten stehen. Der Riesenfluss hier. Und dann hier diese krasse Festung und Stadt. Aussichtspunkt da oben. Boah, voll geil. Da ist doch irgendwas. So, da muss ich hin. Unten sind Händler und sowas. Ist der nur hier oben da im Haus drin mit seinen Wachen? Den Typen, den ich ausschalten muss? Ja, hier unten sind Händler, da laufen keine Wachen mehr rum. Sehr schön. Schöner Stadteingang. Geil. Ich dachte eben, da wäre ein anderer, der Latein gesprochen hat, aber hab mich dann doch geirrt. Ich könnte hier nochmal die Händler durchschauen, was die so dabei haben in der Großstadt. Erstmal unnütze Items verkaufen, die wieder Geld. So, was habt ihr anzubieten hier in der Großstadt? Nordreichkleidung. Cool, aus Norden. Man sagt, den Nordleuten wären die praktischen Aspekte ihrer Kleidung wichtiger als das Aussehen. Mir nicht so. Oh Gott, was ist denn das denn? Engaina Gnocchi. Lila. Die Farbe Rot zeigt an, dass ein Maasai-Krieger auf Rache aus ist. Leider ist diese Montur gar nicht rot. Also spielt es eigentlich keine Rolle. Was für ein Text? Ägyptische Irtu in Blau. Und Marodeur-Kleidung. Naja. Das ist nicht so die geilen Outfits. Ich habe bisher noch kein besseres Outfit gesehen, so als diese Kobra, was mir jetzt so persönlich gut gefällt. Ah, hier ist der Maasai-Krieger. Die ist rot auch. Die traditionelle Montur der wilden Krieger aus dem Volk der Maasai. Das ist wieder das und das ist wieder das. Okay. Das Land sollte doch längst mir gehören. Warum dauert das so lange? Da ist er jetzt. Der war doch eben noch da oben. Hier sieht man auch hier, kann ich meine Pfeile und Bomben auffüllen. Und hier ist das Aufrüsten, was ich schon mal angesprochen hatte, dass ich hier die Waffen, die jetzt auf Stufe 1 und so sind, upgraden kann. Und das ist aber sehr teuer, wie man sehen kann. Man kriegt aber im Moment noch so viele neue Sachen. Da bin ich der Meinung, dass sich das auch gar nicht so viel lohnt, das Geld auszugeben. Ist das Problem bei der Dattelpflanzung schon beseitigt? Das Problem bei der Dattelpflanzung, ja. Das Problem wirst du gleich zu spüren bekommen. Oh, oh. Hat er mich schon gesehen? Wo gehen die denn jetzt hin? Flüchtet der von mir? Der hat mich doch gar nicht gesehen, oder? Ich will nicht, dass diese Händler ihre dreckigen Waren... Boah, was machen die denn? Ihr habt einen ganzen Einsatztrupp. Ich bin alleine. Und ihr lauft von mir weg. Hey. Okay, okay. Ich muss erstmal sein Schild aus dem Weg schaffen.
fallen lassen. Ich hoffe doch. Wo sind die anderen hin? Guck mal, die sind aber auch schon wieder so weit vorn. Was macht der, ey? Was läuft falsch bei euch, echt? Bisschen verlangsamen wenigstens. Ich glaube, du blutest. Ja, jetzt schießt er auf einmal zurück. Platz da, Mädchen. Nicht tragen. Ich dachte, man kann ihn plündern. Ah. Na, dann komm mal her. Ich kann ihn nicht anvisieren. Das war ein Headshot. So, jetzt nur noch dein Meister da. Okay, hinter mir ist noch ein Bogenschütze. Das armselige Ende einer armseligen Existenz. Ja, echt. Ich werde Iras davon erzählen, wenn ich sie wiedersehe. Okay, ich muss also nochmal zurück zu der Dame. Ja, ich wurde zu weit weg. Lass das. Wie die mal hier da liegen, ey. So. Die Quest muss ich dann wohl mal wieder... Nö, muss ich nicht abgeben? Nee, die ist verschwunden. Also, wenn die sollte sich wiedersehen, dann meint er das wahrscheinlich, aber... Ich hab's. Bayeks Versprechen, das ist für Stufe 17. Ja. Dann kann ich mich jetzt mit meiner Ehefrau treffen. Da bin ich auch mal gespannt. Wie die so eingestellt ist, wie lange die sich schon nicht gesehen haben, weiß man ja auch nicht. Neues Schild. Dann komm weg. Hier auch nochmal eine Waffe. Also die waren eher eben auf Flucht aus, als zu kämpfen. Wollten ihren Meister wahrscheinlich noch schützen. Unbewaffnet. Mhm. Sonst habe ich hier nichts mehr. Einen neuen Bogen habe ich noch gekriegt. Brauche ich nicht. Das hier ist der legendäre Jagdbogen, Raubtierbogen und das hier, der kann weg. Ein Raubtier, ach komm. Seltenen Raubtierbogen, den behalte ich nochmal. Sieht doch gut aus. Level up habe ich auch noch nicht. Ah, fast. Fast schon wieder Level up. So, Quest habe ich markiert. Da vorne ist es in 308 Meter die Bibliothek. Dort werden wir Aya treffen, die Frau von Bayek. Oh Gott, wasch dich mal vorher. Wenn du deine Frau treffen willst, möchtest du hier nicht komplett vollgesifft rumlaufen, oder? Mit Blut. Werden wir sehen in der nächsten Folge, Leute. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier angekommen in Alexandria. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann schaltet in der nächsten Folge ein, wenn wir Aya treffen. Dankeschön und bis dann. Ciao, ciao. Αμέλισον. Παραξιντομερικιάν. Γιατί λοργή θεών παραξιντομερικιάν.